オリバー急がんかい。しずく待ってよ。もうすぐゴロネイル王国や。ん？お？どうしよう。逃げるで。ほな行くでよオリバー。え？待ってよ。これが二の国。せや、お前らの世界とは違うもう一つの世界や。二の国、der Fluch der Weißen Königin。Ein Level 5 Spiel。Animation von Studio Ghibli. Die Musik komponiert von Joe Hisaishi. Planung, Handlung und allgemeine Leitung hatte Akihiro Hino. Unter der Regie von Ken Motomura. Die technische Leitung übernahm natürlich Yasuhiro Akasaka. Und Studio Ghibli. Die Planung von Toshio Suzuki war natürlich ganz hervorragend, produziert von Hiroyuki Watanabe, der auch einen super Job gemacht hat. Leitung hatte Yoshiyuki Momose, die ist hier im Bild gerade, unter der künstlerischen Aufsicht von Ai Kagawa. Level 5. Künstlerische Leitung und leitende Programmierer, ganz tolle Menschen, hier im Bild. Hintergründe von Tadahiro Masaya. Und Effekte und Sequenzen, Spielgrafik auch großartig. Spielplanung, Menüs entworfen, alles wurde gemacht, ganz toll. Tonregie hatte auch jemand. Mann, ich bin begeistert. Musik eingespielt von The Tokyo Philharmonic Orchestra. Ni no Kuni Titellied Kokora no Kakera. Honeywood. Herausgegeben von Namco Bandai. Planung und Produktion Level 5. Schön. Ni no Kuni, der Fluch der Weißen Königin. オリバー、おはよう。今日の分ならそこに置いてあるよ。うん。あ、それと昨日マークが見せたいものがあるって言ってたけど、あったかい？え、本当？じゃあ手に入ったんだ。それでマークはどこにいるの？今さっき配達に出かけたところだから、まだその辺にいると思うよ。ありがとう、レイラおばさん。あ、お母さんによろしくね。うん、わかった。なに？Hey, Olli! Kutsch da, kutschi! Hier drüben! Oh, es ist Phil! Und damit? Ja, ich benutze L, um dorthin zu gehen, wo Philipp steht, und damit herzlich willkommen bei Ni no Kuni, was so viel heißt wie dein Land. Und welches Land es genau ist, das werden wir natürlich erfahren. Aber jetzt erstmal müssen wir ganz kurz rübergehen. Und wenn wir uns Philipp nähern, wird natürlich eine Sprechblase angezeigt. Da drücken wir X, um mit ihm zu reden. In diesem Fall ist das ein schattiger Mann im Wald. Mit dem sollte man nicht unbedingt reden. Das könnte zweifelhaft ausgehen. Aber wir kennen Philipp ja schon. Wir gehen mal zu ihm hin mit unseren Einkäufen. Juhu! Hallo Philipp! Ja, Oliver, ちょうど よかった. Ja, gut, dass du mir den Weg läufst. Stell dir vor, es ist endlich soweit. Also, wovon Frau Leila gesprochen hat, ist es wirklich das, was ich glaube? Was denn sonst, Dummerchen? Mensch, du bist vielleicht einer, Phil. Was machen wir denn jetzt? Ja, was wohl? Wir machen damit eine kleine Spritztour. Heute Nacht. Heute Nacht? Aber ich kann nicht. Ich muss meine Mama fragen und... Na klar. Frag du nur deine Mama. Und wann ziehen wir es dann durch? Hm? Morgen? Nächstes Jahr? Also ich... Nein, aber...
Okay, dann tun wir es heute Nacht. Kusuriko. Aber wir müssen wirklich leise sein. Ah. Na klar doch. Ja, mata konya. Okay, heute Nacht von meiner Werkstatt. Alles klar? Na klar. Oh, die werden beobachtet. Hi, Crystal no yogen ni yoreba. Shikkoku no madoushi. Yatsu no chikara dake dewa. 世界は揺るがぬと。残念ながら。この少年の名は？オリバーと申します。オリバー？ Die Minikarte wird in der oberen rechten Bildschirmecke angezeigt, wenn du unterwegs bist. Diese Karte zeigt deine nähere Umgebung an.Drücke R1, um zur Umgebungskarte zu wechseln, die einen Überblick über den gesamten Ort bietet. Das machen wir gleich mal. Ein Sternchen lässt dich wissen, wo du als nächstes hin musst. Dein erstes Ziel ist Olivers Haus. So, das sind wir. Mama wartet drauf auf die Einkäufe und oben rechts sehen wir schon die Minimap. Kennt ihr vielleicht aus GTA, liebe Kinder? Und hier ist die gesamte Mappe nochmal verfügbar. Da haben wir unser Häuschen mit dem Sternchen, da müssen wir hin. So, und die Mama wartet. Ich guck mal kurz, kommt kein Auto, alles klar.Guten Tag. Das Wetter ist einfach herrlich. Ich sollte mich eine Weile auf den Marktplatz setzen und es genießen. Ja, machen Sie das, guter Mann. So, dann gehen wir hier mal gucken. Wir müssen hier entlang. Wir gehen mal hier hinten rum. Das sind die Schleichwege, die kennt sonst keiner. Gibt's nur hier zu sehen. Mein Sohn hat mir erzählt, dass Philipp an einem Geheimprojekt arbeitet. Ich finde es gut, wenn ihr jungen Leute euren Hobbys nachgeht, aber macht keinen Unfug, ja?Nein, nein, machen wir nicht. Tschüss. Milch und Kekse, Kekse und Milch. Die Mama wartet auf Milch und Kekse und Milch. Milch und Kekse und Milch. Ist Post da? Keine Post. Milch und Kekse und Milch. Milch und Kekse und Kekse und Milch. Mama. Kaa-san, 戻ったよ。これ今日の分。ありがとう、オリバ。そのテーブルに置いといて。ところでさ、母さん。え、何？何か言った？母さん、明日って何かあったよね。そういえば、明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ、今夜は早く寝ないとね。え？まあ、うん、そうね。そっか、そうなんだ。何よ、変な子ね。さあ、早く食べて。早くしないと学校に遅れちゃうわよ。よく噛んでね。ごちそうさま。母さん、行ってくるね。行ってらっしゃい、オリバー。気をつけてね。うん。Ich will auch bacon und eggs. Ich hasse den Jungen. Hey Phil, warst du gar nicht in der Schule?Ha, Schule, Schmule, heute ist ein ganz besonderer Tag, Kleiner. Heute ist der Tag, an dem unser Traumwagen endlich vom Reißbrett runterrollt und die Straßen von Motorville unsicher macht. Junge, ich kann's kaum erwarten. Wann kann ich ihn denn sehen? Psst, Mann, nicht so laut. Das ist doch unser Geheimnis. Hey, du Dussel, du hast deiner Mutter aber nichts davon erzählt, oder? Achso. Hey, du Dussel, du hast deiner Mutter aber nichts davon erzählt, oder?Nein, habe ich nicht. Ich habe sie gefragt, ob sie beschäftigt ist und sie hat gesagt, dass sie Konzertprobe hat. Sie geht also früh ins Bett. Perfekt. Dann steigt die Sache heute Nacht. Bist du dabei, Kleiner? Hm? Bist du? Na klar. Heute Nacht vor deiner Werkstatt. Ich komme hin. Oha. Ob das eine gute Idee ist? Nachts mit einem eigenen Bollerwagen in der 30er-Zone.Sie schläft bestimmt schon. Jetzt leise. Prima. Schläft tief und fest. Jetzt oder nie. Ich muss zu Philipps Werkstatt. Drücke, um das Hauptmenü zu öffnen. Es wird dann eine Fülle verschiedener Optionen angezeigt. Wähle mit dem Steuerkreuz eine Option aus und drücke X, aber nicht zu laut, die Mutter schläft. Nach der Auswahl gelangst du mit...Wieder ins Hauptmenü. Drückst du nochmal, kehrst du zum Spiel zurück. Weitere Menüoptionen werden im Laufe des Spiels verfügbar.
rufe das Hauptmenü auf und drücke Start, um das Spiel zu speichern. Wenn du das Spiel gespeichert hast, kannst du mit Fortsetzen auf dem Startbildschirm dort weiterspielen, wo du aufgehört hast. Glückwunsch, du kannst jetzt das Hauptmenü benutzen. Dein Leben hat endlich einen Sinn. So. Ja, Start. Hier. PS3, schon ein bisschen her. So, leere Speicherdaten oder die von 29.06.2015 mit dem Spieler Blub. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht nehmen wir mal neue Speicherdaten. Ja, die sollen gespeichert werden. PlayStation 3 Master-Geschwindigkeit. Geil. So, nächtlicher Spaziergang. Wir haben noch keinen Namen. Ach, wir sind Oliver. Ich durfte noch keinen Namen aussuchen. So, jetzt ganz leise. Leise! Diese fucking lauten Holztreppen. Wenn wir die Gelegenheit haben, gucken wir uns mal schnell im Haus um. Ich weiß, wir sollen rausgehen, aber ich dachte mir, das ist jetzt ein bisschen wie ein Outlast. Gleich springen hier irgendwelche fiesen Kreaturen rum. Oder das Resident Evil 7 Haus. Kann ich hier im Kamin vielleicht so ein Ding ziehen und dann geht eine Geheimtür auf, wo ich dann in den Keller komme und da hängt dann ein... Okay, ich glaube, hier ist nicht viel, aber ich wollte mich zumindest mal umschauen, damit wir es gemacht haben. Vielleicht gibt es ja auch eine kleine Stärkung. Nichts. Nichts im Kühlschrank. Das ist ja... Gut. Ich finde es eine gute Idee, wenn wir direkt rausgehen, ohne uns umzuschauen. Da kommt sowieso nichts. So, jetzt auf jeden Fall. Ganz ruhig. Geh rüber zu Philipps Werkstatt. Und wir sind hier natürlich in Motorville. Hier gibt es natürlich keine nächtliche Bandenkriminalität, wie zum Beispiel in Castrop-Rauxel. Da muss man immer vorsichtig sein. Nachts rumlaufen, wirst du sofort von Jugendbanden hochgenommen. Und Breakdance-Gruppen und sowas, die dich ausrauben. Aber hier in Motorville ist natürlich nachts alles ganz friedlich. Nein. Ich rede mal kurz mit denen. Mal gucken, was die sagen, wenn ich nachts draußen rumlaufe. Ja, was machst du denn hier, Junge? Es ist schon spät. Um diese Zeit ist niemand mehr unterwegs. Außer mir, denn diese Frau ist alleine. Also verzieh dich. Aber wir sind hier in Motorville. Dir wird schon nichts passieren. Außer ich erwische dich nachher in einer Seitengasse. Okay. Oh, hallo. Hey, wolltest du was von mir? Nein, das wollten wir nicht. Wir gehen mal direkt rüber zu dem Haus unseres Kumpels Philippe. Ich sehe hier gerade... Oh. Wo? Das. Oliver! こちら! Mirなよ! なんだよ、あいつ? 遅かったな、オリバー。 ごめん、母さんがなかなか寝てくれなくてさ。 それで完成したの? ああ、最後のベアリングも取り付け完了だ。 見るか? うん、見る。 よっしゃ! じゃあ、行くぞ。 うん! おお! すごいよ! すごいよ、マーク! だろ? うん、かっこいい! 俺が思うに、アグレックス最新型を上回るかっこよさだ。 比較にならないよ。 じゃあ、早速試運転と行くか? おお! うん? Voll geil. Boah, der Wagen ist voll cool. Okay, niemand zu sehen. Wir könnten rausfahren. Also, Philipp, und wer darf zuerst fahren? Was? Mal sehen. Was hältst du davon? Wenn du die Straße runterläufst und nachsiehst, ob die Luft rein ist, lasse ich dich zuerst ans Steuer. Echt jetzt? Junge, Junge. Okay, warte hier. Und pass auf die neugierige Ziege auf, okay? Neugierige Ziege? Weiß schon, das Mädchen, das uns vorhin so angeglotzt hat, die hat einen Sprung in der Schüssel, aber echt. Siehst du, da ist sie schon wieder. Ich wette, die Petze rennt gleich zu ihren Eltern. Das würde sie sicher nicht tun. Wie, bist du eben in sie verknallt, hm? Jetzt geh schon raus und sieh nach. Klar, Philipp, bin gleich wieder da, Moment. Sekunde, ich eile. Eil. So, wir gehen mal ganz kurz gucken, ob die Luft rein ist. Wo, da müssen wir lang. Schauen wir mal ganz kurz. Nur mal kurz bei der Straße gucken. Links, rechts, links. Aha. Warum ist rechts, links, rechts? Aber egal, das spielt keine Rolle. Yoshi. Daremo inai. Yoshi. Marku ni shiraseyo. Ikanaide. Hä? Itcha. Dame.
オリバー、行かないで。だ、誰？君は、どうして僕の名前を？オリバー、遅いぞ、オリバー。ごめん、マーク。見つかっちゃった。誰に？ほら、そこにいる。あれ？ん？なんだよ、誰もいないじゃないか。あれ、おかしいな。さっきまでいたんだよ、女の子が。女の子？うん、ひょっとして窓女か？いや、あいつは外に出てこれないからな。まあ、気のせいだろ。ほら、戻るぞ。うん。Sollte er auf die Erscheinung hören? Oliver, Sekai wo skuu という証明。しかし、もろく儚い光だ。ええ、予言の少年とはいえ、あの程度ではとても。だが、彼ら人間の可能性は、時に思いもよらぬ力をもたらす。あの男の闇が全てを覆い尽くしたようにすなわち逆もまたしかり。いかがなさいますか？目は小さなうちにつまねばならん。かしこまりました。では早速。滅びゆく世界を救わんとする者に死を。Oh weh, oh weh, oh weh. Der Junge soll also sterben. Kasan, taskete! Oliver?オリバー？おお。オリバー？おお。母さん、明日って何かあったよね。そういえば、明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ今夜は早く寝ないとね。あ、オリバー、オリバー。おお。母さん、オリバー、よかった。
ごめん、母さん。オリバー、俺、こんなことになるなんて。ううん、それよりせっかくのマシンが。気にすんな、また作ればいいだろ。さあ、二人とも、今日はもう帰りましょう。あ、はい。どうしたの、マーク。あ、ちょっとな、足くじいちゃって。もうしょうがないね。ん？アリ？アリ、アリ。どうしたの？母さん、大丈夫？アリ、母さん。アリは心臓に持病があるの。母さん。ドクターを呼んでくるわ。母さん！オリバー、私の。オリバー、母さん、あなたなら大丈夫。みんなと仲良くね。母さん、母さん、母さん、やだ、嫌だよ、母さん、母さん、母さん、母さん、母さん、母さん。愚かな、我が子を守るために自らを犠牲にするとは。しかしこれであの少年は分かっている。一の国での魔法は一の国でしか効かぬ。ならば少年はやがてこの二の国へと導かれるであろう。それを待てばよい。恐れ入ります、陛下。さて、どのようになるのか最後まで見届けようではないか。So sinnlos vor allen Dingen. Einfach so. Da war doch gerade noch alles gut. Oliver, oishii yo apple pie. Koko ni oitoku kara, ato de o tabe. そうだね、もう3日も回しているんだよ。オリバー、母さんは今日からお仕事に行くけど、寂しくなったらこのお人形を母さんと思ってね。母さん一生懸命作ったの。だからきっとオリバーの話を聞いてくれるわ。うん。じゃあお留守番お願いね。なあに、オリバー。ううん、早く帰ってきてね。分かってる、母さんとオリバーはずっと一緒よ。ずっと、ずっと一緒。う、母さん、帰ってきてよ。ないがな、大妖精雫様の完全復活や。え、誰？おい、何度も言わすな。大妖精の雫様や。雫？黙って見とったらほんまメソメソメソメソ、なっさけなやっちゃな。こんなお前は今日からメソや。3日は長い、長いで。なんぼなんでも3日泣き続けるっちゅうのはどうやろうな。いや、男としてな、3日はないな、ないな。え、え、お、
自分半信半疑って感じやな。分かった、しゃあないな、説明したる。せやけどな、恐ろしく長い説明になるけどええんやな。そうか、ええんやな、素直でよろしい。その素直さをいつまでも忘れんようにな。ほな行くで。うん。実はな、自分知らんやろけどな、世界は自分のいるこの世界だけではない。世界にはパラレルワールドっちゅうてな、いくつもの平行世界があるんやな。そのうちの一つが俺らの世界、二の国ってわけやな。二の国。そう、その二の国の大妖精の俺様がやな、なんでこういうところにいるかということやけどやな、どんな世界にもやっぱり平和を脅かす典型的な悪いやつがおるわけや。闇の魔導士ジャボーってやつや。やつは人の心を支配して二の国に争いを広めていった恐ろしいやつや。歯向かった俺も人形に変えられてこの世界に飛ばされてしもうたわけや。しかし驚いたで、自分の涙が俺にかかった途端闇の魔法が解けたやん。なんとお前が限りなく透き通った心を持つという伝説の救世主様やったとはな。人は見かけによらんちゅうけどほんまやね。つまりお前はこれから俺らの世界二の国に来て闇の魔導士を退治してもらわなあかんわけや。そんな。いや照れんでもええがな。大丈夫、自分できるって。俺がサポートするさかいな。ええが、今から大事なこと聞くぞ。え、救世主殿、我々の世界救っていただけますか。嫌です。なんて自分今なんちゅうた。もう一遍言うてみ、もう一遍。嫌です。だって僕にそんなの無理だよ。うわー、これやから素人は怖いわ。自分頼むで。こういう時はさっそうだよな、わかりましたとか、僕でよければ喜んでとか、そういうのパターンやん。わからんかな、ほんまわからんな、この子。だってそんな世界のこと知らないし、こっちはそれどころじゃないんだ。なんでや、おかんが死んだから。その自分のおかんの写真見せてみ。ええから早よ持ってこいや。どれどれ。おお、これはまさか、こんな偶然があるんかいな。どうしたの。賢者アリシア様や。これはお前のおかん救えるかもしれんぞ。どういうこと。長い説明パート2聞きますか。うん。この世界と二の国にいる人々の魂はつながっとる。つまりこの世界にいる人間は二の国にも存在する。同じ魂を持つ者は見た目も似てしまうんや。でお前のおかんと魂を共有してんのは二の国の賢者アリシア様というわけやな。母さんが賢者様。でも救えるってどういうこと。アリシア様は闇の魔導士ジャボーに戦いを挑んだ。しかしジャボーの力に敗れ邪神の玉に閉じ込められたと言われとる。もしそれが本当やったら邪神の玉に閉じ込められたせいで魂のつながりが切れたんや。邪神の玉からアリシア様を救えばお前のおかんは生き返るかもしれん。本当？確かではないけどその可能性はある。あれ？でもなんで雫さんがそのことを知ってるの。ずっと人形にされてたんでしょ。おほう、質問やな。それはやな、二の国にいる妖精は俺だけやない。俺が動かれへん間俺は仲間からの情報を受け取ってたわけや。まあ一般的に言うテレパシーっちゅうやつやね。それだけやないで、俺はその妖精たちにこの世界にいながら指示を出しとったんや。ジャボーのことを探らせたりしとったんや。で、えらいやろ。お、どないした。僕行くよ。二の国に行く。二の国に行って母さんを助ける。おお、そうか。そやな、動機は不純やけどまあええやろ。それが二の国を救うことになるんやったら何でもええわ。そうと決まったら善は急ぎや。早速行くで。うん。それで二の国ってどうやって行くの。知りたいか。ええやろ、教えたる。まずは魔法やな。誰かに見つかるとまずいよって隠しといた。この家の1階の暖炉の中探しに。なんで暖炉の中なの。とにかく暖炉の中や。さあ行くで。